As long as you are with me, I pretend I'm what you want somehow. You got me one by one. Dank. Das war mein Song One by One. Ja, wenn ihr euch ein Digitalpiano kauft für zu Hause, dann glaube ich, ist das Allerwichtigste erstmal, wie klingt das Klavier, der wir bei uns in Bayern sagen. Und das DGX 660 hat einen ganz tollen Klavierklang und es hat einen ganz tollen Anschlag. Also ihr habt eigentlich das Gefühl, ihr spielt ein akustisches Piano. Und mir geht es selber so, ich habe jahrelang ein ganz normales akustisches Klavier zu Hause gehabt, mit 6 Jahren von meinem Baba geschenkt bekommen. Und deswegen ist man natürlich verwöhnt von dem Spielgefühl. Und Yamaha hat das, glaube ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Und ihr habt das Gefühl, es ist gar kein Digitalpiano. Das macht wahnsinnig viel Spaß, darauf zu spielen. Ihr habt dann einen ganz tollen Konzertflügel-Ton eingebaut, digital, sodass ihr das Gefühl habt, ihr sitzt auf einer großen Bühne und spielt Flügel. My pencil's painting teardrops and faces that crayon light. And I hope you can see what's the song's about. We said we bend the mind to the crisis, and I'm sure we really do. But the only way to beat the world is to keep an eye on us too. Your hands are still trembling, feet are with every step you do. Look at me in silence, I feel the same way too. Who will be there to console me? I resolve to do not cry. But if I said I'm not afraid, would only tell them lies. Don't forget to let me know where you are. And I swear I will do my best. I swear I will do my best. And I swear I'll do my best.
Dankeschön, vielen Dank. Es ist alles hier in diesem Instrument integriert und klingt richtig toll. Ich zeige euch mal ein paar ganz kurz. So ein E-Piano. Auf sowas stehe ich ganz arg. Oder ja, wenn ihr gerne Streicher spielt, natürlich, Streicher sind ganz wichtig. Sehr fett, sehr gut. Auch tolle Gitarrensounds. Da bin ja ich immer sehr skeptisch mit den Gitarrensounds. Das ist immer schwierig, das irgendwie in so ein Piano zu integrieren. Aber ich liebe die Gitarrensounds auf diesem Instrument und vor allem liebe ich die verzerrte E-Gitarre, wenn ihr was Härteres spielen wollt. Klingeln die Ohren, das ist sensationell. Ja, auch ganz tolle Blasinstrumente. Mein Vater ist Posaunist und den ärgert es dann, wenn ich ihm erzähle, dass die Posaune im DGX auch gut klingt. Damit ist er quasi ersetzt. Voll gut. Genau, also ihr habt, wie gesagt, ganz viele tolle Sounds, wo man ganz kreativ sein kann und spielen kann, was man möchte. Und jetzt für mich als Songwriter besonders interessant sind die sogenannten Styles, die ihr mit einem Klick aufrufen könnt. Das sind quasi ja, Begleitbands, die ihr digital in eurem Instrument zur Verfügung habt und euch dann mit voller Band begleiten könnt. Ihr müsst nur in der linken Hand quasi die Akkorde vorgeben, damit dem Instrument klar ist, welche Harmonien ihr haben wollt. Und dann könnt ihr wirklich kinderleicht euch mit voller Band begleiten. Could be safe if you want me to, and I could be safe if you want me to, and I could be safe if you want me to, and I could be safe if you want me to, and I. The harder I try, the less you feel. The deeper I love, the less you're real. And I can't let you go. Can you hear me now? Your love. Genau, vielen Dank. Ich erkläre euch das ganz kurz. Ihr habt quasi diese Styles und könnt dann mit einem Klick
euch ein Intro aussuchen oder einen A-Part, einen B-Part, etwas, das ein bisschen softer klingt, das es eher nach einer Strophe tut, und einen B-Part, der dann eher wie ein Refrain aufgeht. Ihr könnt mit einem Klick ein Schlagzeug-Fill-In dazu holen, und es ist wirklich ganz einfach. Ich bin auch bis vor kurzem kein Experte gewesen und habe auch sonst früher nie mit solchen Begleit-Styles gearbeitet, und das ist wirklich kinderleicht und macht halt dann einfach Spaß. Und ich denke, darum muss es in erster Linie gehen beim Musikmachen, wenn ihr zu Hause seid und zum Beispiel übt. Naja, das ist schon manchmal eine trockene Angelegenheit, und mit solchen Funktionen ist es einfach ja, viel, viel interessanter und viel spaßiger. Vielen Dank. Ja, genau. Also es ist wirklich fantastisch. Ich habe den Song einfach nur auf dem DGX mit einem Style instrumentiert. Das dauert ungefähr 5 Minuten und klingt dann so. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ihr habt aber nicht nur die Möglichkeit, MIDIs aufzunehmen. Ihr könnt auch ganz normale Audio-Files aufnehmen. Und dann könnt ihr auch die Stimme mit aufnehmen. Und
Das fand ich jetzt auch toll, weil dann könnt ihr quasi eure eigenen Backing-Vocals mit aufnehmen und dann später mit abfeuern auf der Bühne oder zu Hause. Ich spiele euch jetzt noch mal kurz einen Song an von mir, I Say Goodbye. Und da habe ich die Stimme quasi mit aufgenommen und lasse sie jetzt einfach mit ablaufen und singe dann dazu live. Und spiele Klavier natürlich live. Noch mal kurz zu fassen, dieses Instrument ist deswegen so toll, weil es jeden auf seinem Level abholt, auf dem er sich gerade befindet, egal ob ihr Anfänger seid oder Fortgeschrittene. Ein fortgeschrittener Pianist hat Spaß an diesem Teil, weil es ein tolles Spielgefühl hat, einen tollen Klavierklang, und der Anfänger hat Spaß, weil es tolle Lernfunktionen beinhaltet, damit ihr euer Klavierspiel verbessern könnt, und für die Kreativen ist es sensationell, weil ihr damit aufnehmen könnt, ganz tolle Sounds integriert habt, tolles Begleitstyles, wenn ihr Songs schreibt, wenn ihr Demos produzieren wollt, dann braucht ihr keinen Rechner mehr, kein Interface, nichts. Ihr nehmt einfach das Teil, speichert danach alles auf einen USB-Stick und schickt's ins Studio. Okay, jetzt möchte ich noch einen Song von mir spielen, dass ihr den Klavierklang noch mal hört. Ich spiele jetzt für euch eine Ballade, Moving Mountains. The steering wheel as strong as I can, 'cause I'm afraid of fading away. I don't know what went wrong and where it all began, but I know the price I paid. Step on the gas, I can feel the speed. I just wanna run away to the horizon to be free of me. I don't wanna lose you, but I will if I cannot charge myself. So I overcome my fear tonight. Moving mountains for you. Moving mountains.
cut my hair, I cut you out of my life. I love to deceive myself. You know who I am, only you know who I could be. Maybe I could have your help. I put on my shoes, I put on my faith. I just wanna run away to the horizon, to be free of. Dankeschön. Das war's von meiner Seite aus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Holt euch das DGX, ich kann es euch nur empfehlen. Ciao.